Huhu! Na, ihr da draußen, der Raffi ist heute nicht dabei. Ja, deswegen hört er ihn nicht, ne? Einfache Begründung. Buh! Oh, jetzt habe ich dich aber erschreckt, oder? Boah. Das wird hier so hell auf einmal. Was zum Teufel passiert hier? Das ist die Erleuchtung. Ich glaube, du hast es endlich geschnallt, Schafo. Redstone leuchtet im Dunkeln. Bist du gerade Höhlentourin? Nee, ich bin ja noch von eben unterwegs und ich weiß nicht, wo es nach Hause geht. Soll ich dich holen kommen? Papa, wo bist du? Ja, mein kleiner Schafo, ich komme gleich. Irgendwann. Hier waren wir doch schon mal. Oh, ich bin fast explodiert. So, ich habe gerade noch das Copper in den Crusher reingehauen und jetzt komme ich dich suchen. Herzlich willkommen zurück. Genau. Zu Let's Play. Moment, ich glaube, ich bin Hexit 2.0. Heute Schafo retten, angesagt. Rette mich, hallo. Hallo. Habe ich dich jetzt gerettet? Du hast die Höhle noch nicht betreten. Praktisch ist das falsch. Aber Schafo, weißt du was? Weißt du noch, als wir damals vor 5 Folgen oder 10 Folgen ins Nita gehen wollten? Ja. Weißt du noch, als wir damals dann herausgefunden haben, dass wir Steel und Flint brauchen? Ja. Weißt du noch damals, als wir dann gedacht haben, dass wir Tinker's Construct brauchen? Ja. Wie wär's, wenn wir heute in den Nether gehen? Du stehst bei mir im Boden drin, Raffi, das sieht sehr ungesund aus. Achso, ich brauche ja Manganese, ups. Ich mach jetzt falsches Zeug. Hier hab ich. Ja, wir haben doch auch hier eins. Ja, ach, Manno. Ich dachte, ich könnte dir das jetzt geben. Ich habe es gar nicht aufgenommen, weil mein Inventar voll ist, glaube ich. So, naja, kann ja mal passieren. Mama Ganese. Ich brauche auf jeden Fall mehr Erfahrung. Ich muss hier stehen. Iron Dust habe ich auch. Tin. Nein, Iron Dust. Oh, Iron Dust brauchen wir auch noch. Oh, du weißt ja nichts über Iron Dust. Ich wollte eigentlich zuerst den Cruiser voll upgraden. Aber, ja. Was ist der nächste? Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Copper. Als nächstes kommt, glaube ich, ein Bronze wahrscheinlich, ne? Genau, dann kommt Iron und dann kommt Steel. Und dann kommt der Earth Crusher. Der sieht schön aus. Der Earth, was? Wenn du Crusher eingibst, gibt's dann noch irgendeine Waffe oder so. Sieht lustig aus. So, Achtung, Warte, ich brauche jetzt noch ein Eisen. Jetzt habe ich schon wieder das Falsche reingetan. Ich bin so ein Vollhunk. Ahaha. Manchmal bin ich schon echt hunkig drauf. Du Honky. Ich honk alle an, wenn ich in meinem Truck fahre. So, ich muss das immer voll ausnutzen, wenn ich mit Raffi aufnehme, dass ich mich möglichst nah an die Kristalle stelle. Weil ich kann hier nicht offscreen irgendwie, oder wenn der Raffi nicht da ist, die Erfahrung farmen. Wieso, Raffi? Das war doch wieder so unnötig. Ja, einfach in die Butze. Ich fand's witzig. Wir sind Kerle, natürlich ist das witzig. So, also ich habe jetzt einen Steel Dust, einen Iron Dust und einen Manganese Dust. Und jetzt habe ich zwei Steel Dust. Wir können sogar 2 Flint und Steel machen. Und das kann ich nicht schmelzen. Warum kann ich das nicht schmelzen? Vielleicht bauen wir dafür einen anderen Ofen. Ich glaube, dafür brauchen wir auch den Steel Dust. Wenn es nur so einfach wäre. Wir können ihn natürlich jetzt in die Tinker's Construct Dings reinhauen und in ein Ingot gießen. Aber ich glaube, wir bauen uns lieber von Metallurgie den Smelter, ist das, glaube ich? Ich upgrade mal gerade die Rüstung, ne? Ja. Shadow Ink Vulkanit. Was? Enchant, okay. Ignatius Smelter. Ignatius Ingot, haben wir das? Ich meine nicht. Ignatius. Bist du sicher, dass man das nicht aus verschiedenen Sachen herstellen kann? Ignatius Dust, ja. Wollte ich doch sagen, ne? Ich weiß doch voll Bescheid. Metallurgie. Was gibt's denn da jetzt noch? Ein Abstractor ist es, glaube ich, nicht, oder? Aber es ist auch komisch. Brauchen wir ein Copper Furnace vielleicht? Aber warte mal, wir haben doch eigentlich Steel Furnace, Iron Furnace. Wir haben doch ein Diamond Furnace, die müsste doch auch damit gehen. Ja, warum kann ich das nicht schmelzen? Du willst mich doch jetzt verarschen. Ja. Was ist denn ein Abstractor?
Die sind alle so Hightech, die kann man nicht machen. Was ist das hier? Promethium Pylon. Sind das nicht die Teile aus StarCraft? Ja, von den Typen halt, ne? Hier außerirdischen. Protoss. Protoss, ne? Genau. Ja. Oh. Ist Ewigkeit näher, dass ich mal StarCraft 2 gespielt habe. Ich auch, aber ich weiß es trotzdem. Ja, nachdem ich Weltmeister wurde, habe ich aufgehört. Ja, das wird halt langweilig irgendwann, gell? Ja. Wenn es nur noch schlechtere Spieler gibt als einen selbst, dann. Schau wo. Ja. Hol mal Lava. Ich hab den Eimer hingeworfen. Okay. Ich gehe in Neta, da gibt's die meiste Lava. So, dann baue ich. Ach so, warte, jetzt haben wir natürlich keine Seared Bricks mehr, oder? Ich meine nicht, aber ich habe ganz viel Gravel, Clay. Ne, Gravel haben wir, glaube ich, keinen mehr, aber Sand und Clay habe ich ganz viel dahin geworfen. Wir brauchen halt noch eine Faucet und den Tisch. Wie heißt der, wo man es reindingsen kann? Das weiß ich nicht mehr. Mit den Namen habe ich es nicht so. Kevin, wahrscheinlich. Nein, nicht Bassin. Warte, hier, Casting Table. Gut, und dann brauchen wir noch. Wie baue ich denn den Ingots? Oh Gott, das ist schon so wie das alles. Diese Casings da, oder? Ja, das mit dem Ingot drinnen. Gute Frage. Musste man den nicht finden? Nee, ne? Nee. Ingots, was kommt denn da? Ja. Ingot, Cast. Ah, Brick und dann Gold drüber. Okay. Wenn Brick, wie macht man Bricks? Nein, jetzt gefriert das Wasser, ich komme da nicht rauf. Nein, bitte, bitte nicht. Obwohl, das geht ganz gut. Doch, Clay, man kann gut da hochschwimmen. Wo hast du das, die Sachen hin? Neben dem Ofen in dieser Kiste müsste das sein. In der anliegenden. Neben dem Ofen. Ah, da, ah, okay. I has it gefunden. Boss, ich bring noch ein bisschen Gravel mit, ich glaube, das fehlte noch. Ne? Zwei Gravel sind da, das passt schon. So, na dann, hau mal rein. Na, ich glaube, wir haben alles. Warte. Ja. Ich bring trotzdem was mit. Ja, ja. Ich suche ja auch noch die Lava, ne? So, dann. Wenn ich die mal möchte, finde ich die natürlich nicht. Gold, ein bisschen. Wusstest du bei Tinker's Construct? Nein. Nicht? Kann ich so beantworten. Nein, wenn du. Also, wir hatten ja immer das Problem in. In Feed the Beast, dass wir nie wussten, was rauskommt, gell? Weil da hatten wir irgendwann 1000 verschiedene Flüssigkeiten drin, gell? Ja. Dann haben wir die immer zuerst in den Bassin gefüllt und so, gell? Ja. Ja, und wenn du auf die Flüssigkeit klickst, dann ist die ganz unten. Und dann nimmst du immer genau das raus. Ach so, also man kann dann so durchwechseln quasi, genau, oder was? Das ist natürlich voll praktisch. Hätte mir das jemand früher gesagt, wäre das natürlich voll cool. Oh, gewesen. Nein, so ein Knight. Au, Alter. Es ruckelt so. Nein, jetzt geht's hoffentlich. So, schau, Alter, ich warte nur noch auf dich. Hat der Angst vor mir? Ich glaub, oder? Nee, doch nicht. Ich warte ich nur dachte, noch auf Angst. Dich, Shavo. Ja, warte doch. Ich dachte, ich soll Lava besorgen. Ja, hast du noch keine? Nee. Ja, aber da war doch ziemlich in der Nähe irgendwo Lava. Ja, dachte ich auch mal. Ich komm mal. Ich hab noch einen zweiten Eimer mit. Du bist ein Eimer. Du Eimer, du. Ich bin ein Eimer der Emotionen. Ich werde hier auch mal fies attackiert, das ist überhaupt ganz schön unfair. Haben wir zufällig braune Kristalle? Haben wir da mal nachgeguckt? Da ist Lava, ich sehe. Ich glaube schon. Es geht nichts über dieses Amulett, was einen den Hunger wegnimmt, weißt du? Also, dass man nie mehr hungern muss. Ja gut, ich sag mal so, wir haben jetzt eigentlich genug Essen. Ja, aber kann das man nur ein Amulett anziehen? Ich glaube, du musst nur im Inventar haben. Also ich würde also sagen, nein. Und das Gute ist halt, auch wenn du viel Essen hast, der Fakt, dass du es dir nicht immer reinschieben musst, ist einfach gut. Ja gut, das stimmt. Können wir gleich schauen, ob wir braun haben. Vor allem im Kampf, ne, würde ich das empfehlen. Dann noch Regeneration oder so. Oh, und Fire Resistance. Ja. Ich kann nichts mehr aufnehmen, mein Inventar ist voll mit Amuletten. XP-Amulett? Gibt's ein XP-Amulett? Ja. Oi, aber das ist, glaube ich, dann nervig, oder? Macht das auch den Sound? Nein, mit Sicherheit. Mann. Der Sound kommt ja nicht vom Kristall, oder? Der kommt ja zum Teil. Na doch, zum Teil, aber zum Teil ist er auch von den XP. Stimmt. Ach, keine Ahnung. Ist ja schon nervig. Ja, ich würde es nicht empfehlen. Das würde ich nicht machen. Hast du die Lava reingetan? Wo rein? Hier rein. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Bei deinem Tinkers Construct-Dings. Ach so. Da, warte, dann in den mittleren, ne? Ja, da wo die andere Lava drin ist. Genau. Steigt. Brauchst noch mehr? Nee, passt schon. Schau, pass auf, jetzt schmelten wir das Gold. Okay. Mhm. Ich möchte wieder reinfallen wie früher. Da kommst du nicht mehr raus. Ja, verbrenne ich. Obwohl, vielleicht kann ich dann drauf Schlittschuh laufen. Auf gefrorenem, geschmolzenem Gold. Gold. Mhm, macht Sinn. So, pass auf, schau.
Jetzt haben wir hier Gold drinnen, okay? Ja. Lassen wir das Gold hier raus. Schaut voll cool aus. Da ist jetzt einfach irgendein Brick reingelegt, ja, oder was? Jetzt pass auf, jetzt haben wir nämlich hier das Ding. Ja, das Casing. Und jetzt legen wir hier Steel rein. Und dann machen wir einen Stahl. Ein Stahl-Ingot. Das ist ein bisschen nervig mit dieser Anzeige hier, ne? Ja, es geht. Ja. In dem Fall ein bisschen komisch. 2 Ingots hat es gekostet. Du kannst es auch ausschalten, glaube ich. Aber ich finde die Anzeige cool. Also ich muss jetzt einfach eine Anzeige nachher die Flüssigkeit anklicken und dann... Genau, dann ist die immer ganz unten. Also die Flüssigkeit, okay, die du anklickst, ist unten und das untere wird immer sofort rausgelassen. Warum ist dieser eine Strich so dick? Es gibt nur das, was du einen sagen? Strich bis jetzt. Gold. Nee, ich meine diese roten Messstriche. Ja, weil das 50% ist, keine Ahnung. Ja, nee, kann ja sein, dass der... Ja, wenn es da ist, dann hat es die kritische Masse erreicht, dann zieht es alles und jeden an. Das ist dann wir wollten praktisch zum Fusionsreaktor. Atomreaktor. Wir wollten doch nicht mehr über deine Eltern reden, Raffi. Ich dachte, das waren deine Eltern. Nee. Jetzt kommt das wieder, weißt du? Da macht man mal Witze und dann wird der Witz 1:1 geklaut. Das ist doch voll langweilig. Ja. Also wir haben 6 Brown Crystals. Uns fehlen noch 2. So, jetzt lasse ich das raus. Und Chavo, ich glaube, wir haben ein Steel Ingot. Also, jetzt schau, wir haben Tinkers Construct gebraucht und wir haben Metallurgie gebraucht, ja? Das war doch nicht alles umsonst. Ich weiß nicht wieso, ich habe 2 Burned Books. Ja, ich auch. Fuel for 160 seconds. Mhm. Bist du die Grudge-Frau oder was? Ich habe einen Flint und Steel, schau. Ich habe einen Flint. Soll ich es gleich verzaubern, damit wir es wieder repairen können später? Geht das? Kann man Flint in Steel... Mach mal Lack drauf. Bestimmt. Nein, man kann es nicht verzaubern. Nein. Stell mal vor, mit Lack, dann besteht eine Chance auf eine Explosion. Das wäre übelst geil. Irgendwas quietscht bei mir. Hast du gehört? Nee. Okay. Ich mach das Portal an. Schau, wo das Portal ist an. Ja, warte. Ich Ich leere mein Inventar noch ganz kurz. Warte. Ja, darum geht's mir nämlich auch. Oh, ich habe sogar noch 4 Essence-Berry-Bushes. Die muss ich mal aufstellen. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch hier schmelten, während wir weg sind. So. Copper können wir noch schmelten. So. Ding, ding. Oh, ich habe wieder 22 Level. So. Warte, kann ich noch... Ah, ne, ich habe ja keine Diamantsachen mehr, die ich verzaubern... Ach, warte mal. Ich könnte mein Schwert verzaubern. Ich habe so viel Zeug. So viel verschiedenes Zeug. Sehr gut. Naja, immerhin. Ich auch. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Trash, wo man alles reinschmeißen kann, was man nicht braucht. Soll ich einen Lava mitnehmen? Bringt wohl Wasser im Nether ist... Bringt nichts, verdampft doch. Ja, verdammt. Ich packe erstmal alles hier rein. Sortieren können wir also auch mal so nebenbei. Ich finde das immer doof, wenn man sowas in der Aufnahme macht. So, ich bin... Ding, ding, ding. Ich bin auch fertig. Ich bin ready. Ich bin ready, Togo. Warte, ich mach mal kurz ein bisschen Brot. So, jetzt bin ich auch ready, Togo. Let's go. Okay, los geht's. Der, Augen zu und durch. Der epische Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ja, oh mein Gott, wir waren noch nie im Nether. Ja, hallo, da sind tausende von Mods drauf. Das ist bestimmt was anderes. Kennst du das? Weißt du noch deine erste Nether-Erfahrung? Ich weiß noch damals, als ich mein erstes Nether-Portal gebaut habe und dann... ging das irgendwie nicht an. Was ist das denn? Was? Wo bist du? Ah, hier. Das ist ein Portal, Schabo. Du siehst mich, ich sehe dich wieder nicht, ne? Kann sein. Ich sehe dich. Nee, guck mal. Hier oben das. Was ist das? Ja, das ist ein Maya-Tempel oder sowas. Ja, ist umgedreht. Also es ist ein Ayam-Tempel. Oh, gut, ne? Au, was? Au, was? Ah, Biene. Wasp. Oh mein Gott. Die ist ziemlich groß. Ach ja, wenn wir jetzt Crystals sehen, geh nicht zu nah ran oder mach sie direkt kaputt, ne? Oh, was? Warum brenne ich? Ah, was? Baby Heat Scars. Beide hat die mich gerade angezogen. Okay, was? Warum? Ja, weil die im Nether alle negative Effekte... Hinter dir ist ein Bulle! Was? Mein Gott. Ah, was? Oh mein Gott! Nether Soul, das haben die auch aus Doom geklaut, ganz ehrlich. Darf ich mal hier in Ruhe Sachen abbauen? Guck mal da hinten. Da ist ein Belf. Was ist denn ein Belf? Der hat ein krasses Gesicht. Wir brauchen einen Bogenschavo. Schießt der auf mich? Oh mein Gott, Oh mein Gott. Was? Der schwebt, oder? Der schießt Feuer. Ey, das sind alles Doom-Monster, kann das sein? Keine Ahnung. Das erinnert mich alles stark an Doom 1. Ich hab Doom 1 nie gezockt. Das ruckelt so derbe bei mir, wenn ich mich bewege.
Ich bewache das Portal. Ich nehme einfach mal ein paar Sachen mit, gell? Du kannst auch deine Grafik nach unten stellen oder so. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Oder deine Render-Distance. Render-Distance, die wird ja nicht so hoch sein. Das habe ich alles schon eingestellt. Normal stelle ich jetzt. Hier ist ein Belf im Soul Sand. Wie soll ich denn da rankommen? Ob es daran liegt, ich glaube nicht. Ich weiß, das Problem ist, ich weiß nicht, wo du hingehst. Hey, ich dachte, du siehst mich. Nee, ich sehe dich nicht. Ja, ich bin doch hier. Ich baue doch hier die Sachen ab, schau. Weißt ohne Scheiß, ich will da oben in dieses Ding rein. That's what he said. Hä, hey, warum krieg ich da aus Cobblestone? War das Cobblestone Ohr oder was? Wow. Ah, guck mal, du bist auch hier, schön. Ich rasiere gerade alles. Na, ich seh's. Ich bin noch nicht so effizient mit meiner Pickaxe. Ich dachte, Sharpness 4 oder so ist erstmal besser auf dem Schwert. So, ich hab 62 Dings. Soll ich mal rausgehen, nochmal reinkommen? Vielleicht siehst du mich dann. Vielleicht. Was sind das denn für Geräusche? Alter, diese Geräusche. Ah! Alter, was ist das? Eine Wasp. Okay, die kenne ich schon. Ja, verbrenne! Ich geh mal raus und rein, gell? Okay. Wahrscheinlich sterbe ich dann wieder. That's what he said. Und that's what she said. Vielleicht sterbe ich dann wieder. Achso, ja. Was haben wir hier? Was ist das Feines? So, ich bin da. Siehst du mich? Ach, das ist ein Hive! Ich bin da. Schau, wo. Siehst du mich? Unten beim Portal? Ja, ich sehe dich, ja. Okay, cool. Ich baue mal eine Treppe hoch, gell? Okay. Ob hier Böses gleich drin ist? Da ist schon eine Wasp rausgeflogen gerade. Ich höre eine. Alter, was? Ja, Alter, ist die fett? Hey, mach die nicht so runter. Hat die aber auch nicht. Meinst du, die hat auch Gefühle? Mit was baut man das am schnellsten ab? Was ist denn das? Schalt mal dein Ding ein. Dein Weiler. Tool X. Ah, ich habe sogar extra noch eine mitgenommen. Ich nicht. Was ist das? Das ist Hive. Das kannst du auch leicht mit einem Dings abbauen, mit einem Schwert. Honeycomb! Juhu! Oh geil, hier kommt Honig runter! Was? Wir schwimmen in Honig! Juhu! Das fließt raus, oder? Ich bin drin. Ich bin noch oben. Ja, ich bin auch noch mal raus, weil ich nichts gesehen habe und ich nicht weiß, ob man oben irgendwie... Ja, da ist Luft. Doch, da ist Luft. Okay. Was bringt das? Slowness. Juhu! Oh mein Gott, achso, ich dachte schon, da ist jetzt eine Killerbiene oder so, da bist du gekommen. Wie geil! Das ist voll cool, was bringt uns das? Warte, ich möchte eigentlich hier mal einen Block abbauen. Nummer 1, so. Honey... Ich hab... Honey... Honeycomb, warte, ich schau mal. Honey... Das wird hier drin auch produziert, kann das sein? Das geht immer mal weg, ist mal wieder da. Das kann schon sein. Also machst vielleicht nicht so viel kaputt, gell? Falls wir es noch brauchen oder so. Nö. Hier oben geht's weiter. So was? Ein bisschen zumindest. Ich will mal hier irgendwo draufstehen. Ja, warte. So. Oh, da, jetzt habe ich... Ach, Empty Honeycomb. Oh, hier ist ein schöner Raum hier oben. Wollen wir da unsere Base reinbauen? Warte, geh mal weg. So. Oh, schön ist das hier. Honeyblock. Was ist das hier? Empty Honeycomb Block. Okay. Kann ich das irgendwie so hart? Ah, schau mal, da kriegen wir Honey raus. Ja. Oder? Ist das Honey? Nee, das sind Empty Honeycombs, die man rausbekommt. Ich denke mal, die kannst du bestimmt wieder zusammencraften, ja. Aus 4 Honeycombs, Empty Honeycombs, kannst du wieder einen Honeycomb Block machen. Kann ich die irgendwie... Was ist das? Damit kann man bestimmt auch... Wow! Jetzt ist sie gespawnt. Kann man bestimmt auch irgendwas machen, oder? Ich schau gerade. Honeycomb. Ah, hier ist eine Filled Honeycomb. Die sind alle gefüllt. Oder? Nee. Normal steht die Honeycomb. Hier unten, der in der Ecke ist gefüllt. Ich seh... Warte, echt? Ah, der. Ja, ich seh. I see. Hab ich irgendwas bekommen? Ich wollte gerade fragen. Nö. Also du kannst die Empty Honeycomb Blocks zum Smelten hernehmen. Das war's auch, glaube ich, schon. Und Honey Bucket. Kannst du halt. Ja, was bringt uns das? Das ist die Frage. Naja, aber gut zu wissen. Das ist wieder so ein Doom-Monster, Hilfe. Nein, fall ihn nicht runter. Ich brenne! Der. Du mieses kleines Schwein! Schaffst du das alleine, Schabo? Ja, da ist direkt Soulsend um die Ecke. Komm ich gar nicht hin. Ich geh mal wieder nach unten, gell. Warte, ich nehme mal ein Honey Bucket mit. Wenn ich hier eine Source finde irgendwo. Oh, hier ist komisches. Ne, ist ein Baum. Ich dachte, es wäre Erz. Oder? Das ist ein Erzbaum? Was ist das? Firewood. So, ich bin wieder. Was? Bei unserem Portal geht's voll ab.
Ja? Ja, aber oh mein Gott, ich bin gewizzert, ich bin gewizzert. Schau, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Kann ich dir denn noch irgendwie, ist zu spät, oder? Okay, nein, ich regeneriere ein Zeug. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich hab Ente, überlebt. Ja, okay. Ich ein. Alter, sind hier viele Viecher, wir brauchen mal einen OP-Bogen oder sowas. Ja. Ich nehme mal ein bisschen Firewood mit. Ah, Dead Ore kann ich nicht abbauen. Was? Ich nehme ein bisschen Firewood mit, das sieht zumindest cool aus. Bei unserem Portal geht's voll ab, wenn du mal vorbeischauen willst. Ja, ich hab's gerade so am Rande gesehen, jetzt traue ich mich nicht mehr. Warte, ich komm mal wieder runter. Ich regel das jetzt. Ich glaube, das wäre leichter, wenn wir die zusammenkillen, weil einen schießen sie mal. Alleine ist es bestimmt viel, viel leichter. Meinst du? Ja, ja. Wo ist hier der Abfluss? Hier unten. Also ist Sense was? Oh. Diese Viecher, wie alles mit Honig verseucht ist. Diese scheiß Viecher, ey. Alter, wie viele sind denn... Was ist das? Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Pinky in Pinky. Okay, das sind auf jeden Fall Doom-Monster. Ich bin ziemlich langsam. Wer greift mich denn hier die ganze Zeit auf die Bienen? Hier ist auch ein Pinky. Hier ist eine Soul. Ja, das ist alles wirklich Doom-Monster. Nice. Alter. Das gefällt mir. Ah, Encrusted Cobblestone ist das. Hab ich doch gar nicht so falsch gelegen mit dem Cobblestone. Was? Wo? Hä, was? Wir sind schon mal Netherwarzen. Ich nehme hier einfach mal mit. Was? Dass man direkt brennt, ist ein bisschen dumm von diesen Viechern, ne? Alter, das hat sich gerade hinter mich teleportet. Aber meine Rüstung ist gut genug. Ja, meine Rüstung hält auch gerade ziemlich gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich sie wieder repariert habe. Weißt du, hätte ich so ein bisschen alles aus Diamant, dann geht's ja bestimmt noch viel besser. Was wow. Hast du fast geschlagen? Fyrox Ore. Was? Warum bin ich denn jetzt vergiftet? Ich glaube, von dem Ohr. Du bist über das Ohr drüber gelaufen. Okay. Ja. Demonic Ore. Tainted Soul. Erstmal mit. Ich habe keine Ahnung, was wir hier so brauchen, aber ich denke. Dann nimm einfach alles. Ist vieles da Metallurgie, glaube ich. Wir haben die Ohren. Hier brennt ja gar nicht viel, Herr Gas. Vulkan Knight, kann ich das auch machen? Da hinten ist der nächste Riesenhive. Alter, ist der groß. Ne, ich glaube nicht. Alter, kann der mal aufhören? Der stresst mich gerade schon so ein bisschen. Mach einfach mal die ganze Welt kaputt. Hitler, hör auf! Der Gas ist wirklich. Oh, jetzt ist er ziemlich tief. Komm her. Hey, cool, ich krieg Gold Nuggets. Oh, ich bin. Was hat mich jetzt da getroffen? Hier gibt's. Ich habe 4 Gastiers bekommen. Was ist das denn hier? Ein Hornbill. Bitte, Raffi, ich heil mich nicht. Warte. Wo bist du hin? Ja. Da. Da hinten sind schon wieder viele von diesen. Okay, die kommen nicht hinterher. Die sind zum Glück langsam. Nee. Was ist denn? Was? Ah, da oben, nein! Ich sterbe, Schabo, tu es nicht! Ja, ich helf dir. Ich geb mein Bestes. Au, au. Ey, diese Typen, ganz ehrlich. Ach, dann wirst du vom Zombie-Pikmin verfolgt. Nein, hör ich nicht. Warum ist das so zielstrebig? Boah, ey. Also wir brauchen das Saturation-Amulett 100 Pro. Nützt dir hier im Nether nix. Nicht? Stimmt, das ist andersrum, gell? Nether sind alle Effekte negativ. Oh mein Gott. Was ist das hier eigentlich? Firewood. Oh, was? Sind die zu, ach so, wenn man Erz abbaut, dann sind die wahrscheinlich hier auch ziemlich dickig. Wie in anderen Viech. Oh, meine Fresse. Die sind schon so ein bisschen nervig, gell? Ja, schon, ne? Von mir, hier kommst du nicht dazu, irgendwas zu machen. Aber ganz ehrlich, ich finde das gut. Ja. Weil dann ist das noch immer so ein... Shadow Iron Ore, das so brauchen wir. Wenn du brennst, weißt du, irgendwo ist wieder so ein Fuzzi, der was auf dich geballert hat. Also ich glaube, so ein richtig fetter Bogen. Oh. Oh, Entschuldigung, ich hab dich gehauen. Du bist einfach in mein Schwert gerannt. Fett, ein richtig fetter Bogen wäre nice, ja. Matt. Oh, was ist das? Das ist einfach Lily Pad of Fertility. Sehr gut. Droppen die Typen, das ist nice. Ja gut, aber schau, wollen wir die Folge mal beenden? Ja, das ist glaube ich besser. Ich rette mich schon mal ins Portal hier. Nein, da komm ich. Lass mich nicht allein! Was ist das? Hier ist eine Spinne. Raffi, eine Minispinne. Was? Eine, die du nicht kennst. Ah! Das ist Alter, das ist so eine Harz. Oh, das ist ein ganz besonderer Zombie-Pigment hier. Schaut aus wie die von weißt schon. Die Hard. Nein, wie heißt Headcrab? Headcrab. Ja, genau. Ich bin wieder gewizzert. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, wenn hier Doom ist, warum nicht auch Half-Life, ne? Mhm. Man weiß es nicht. Aber bringt dir Honey echt nix? Irgendwie.
Es wäre traurig, wenn es keinen besonderen Effekt hat. Ne? Aber guck mal, es wird irgendwie nachproduziert, weil manchmal flappt das da raus. Ja. Also das ist schon irgendwie cool. Ja, aber gut. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Heute sehr actionreich. Was ist das hier? Overgrown Netherrack. Alter. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht die Action los, hätte ich gesagt. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ah. Genau, tschüss. Ciao.